lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zur neuesten Folge der aventurischen Geschichtsstunde. Heute besprechen wir das 9. Zeitalter. Und nachdem das 8. ja so groß war, werden wir uns heute dem 9. widmen. Und wer wir sind? Wir sind einmal der Raphael. Hallo Raphael. Hallo. Und der David. Hallo David. Hallo. Und heute haben wir leider keine aktuellen Themen, außer vielleicht so ein Hinweis, das Crowdfunding zu Rohal ist nun ausgeliefert worden mit dem Mada Vademecum, das David geschrieben hat. Und da freuen wir uns natürlich alle darauf, es zu lesen. Ja, das ist aus der Ingame-Reihe, also das sind Bücher, die aus Sicht von aventurischen Autorinnen und Autoren beschrieben sind. Und es gibt da schon eine ganze Reihe über die 12 Götter, über die wir hier auch schon gesprochen haben, und über einige Halbgötter und auch über Götter außerhalb des 12 göttlichen Pantheons, also zum Beispiel über den Kamaluk von den Waldmenschen. Und das Mada Vademecum ist jetzt eine weitere Ergänzung für diese Reihe, wo es eben um die Hesinde-Tochter geht, die den Menschen einst die Magie gebracht hat. Das hatten wir hier ja auch schon im Podcast. Im zweiten Zeitalter, glaube ich, hatten wir darüber gesprochen. Und nicht nur den Menschen, allen auf der dritten Ära hat er die Magie wohl gebracht. Die Menschen waren ja dann auch gar nicht. Waren auch gar nicht, genau. Ich bin immer so menschenzentriert, aber genau, die haben alle sterblichen Völker, stimmt. Und genau, das Mada Vademecum schildert quasi aus Sicht einer Hesinde-Mystikerin den Mada-Kult oder besser die verschiedenen Kulte, die es da gibt um die Mondgöttin herum, und bietet auch ein paar aventurische Gebete, berichtet über heilige Gegenstände und Artefakte und über viele Mysterien und Gerüchte, die einfach mit Mada im Zusammenhang stehen. Na dann wünschen wir euch da draußen viel Spaß beim Lesen und wir fangen mal mit dem 9. Zeitalter an. So, wir wissen ja nicht genau, was im 8. Zeitalter passiert ist und auch nicht, wer dann Götter des 9. wurden. Aber im 9. Zeitalter kehrt Praios in das Amt des obersten Richters zurück, nachdem er sich im 7. Zeitalter zurückgezogen hat. Hesinde übernimmt als Nandus Nachfolgerin erstmals die Herrschaft über Magie. Und Tairar ist nun der Herr des Todes und des Toten Reichs und Fex nun befreit von Schuld, wie sie hier schreibt, als Götterbote. Und hier kommen wir nun zum nächsten, zur Herrscherin des Wassers oder Herrscher Charybda, um die es in diesem Zeitalter viel gehen wird. Firun hat das Eis, Nuti Humus, Simia das Feuer und Ingerim hat wieder die Meisterschaft über das Erz angetreten. Bratzograk über die Luft. Und die Lebensspenderin ist einmal wieder Zatuaria. Und Calvin sagt hier auch nochmal, sie nimmt jetzt zuerst die Schwertgeschwister Mithrida und Rondra als zwei Wesen wahr. Bisher waren sie sich irgendwie so ähnlich, dass sie da keine Unterschiede gesehen hatte. Und Mithrida ist aber schon mehr Schild der Schöpfung, während Rondra sich als das Schwert entpuppt hat. Und Rondra hat auch etwas getan. Hier sagt sie, was Nandus vorgemacht hat. Sie hat ihre blinde Kampfeslust aus sich selbst herausgelöst und damit einen neuen Unsterblichen erschaffen. Den schwarzen Chor, der dann auch schnell selber zum Gott wird. Und seither streiten natürlich die Götter des Kampfes, besonders Rondra, Chor, Bratzrock, Shinxir und Mithrilda darum, wer die wahre Form des Kampfes und des Krieges für sich beanspruchen kann. Aber kommen wir von dem Götter, von Alvaran, vom Göttersitz runter, die dritte Sphäre und tauchen diesmal gleich ab in die maritimen Gebiete. Was ist denn da los jetzt hier im 9. Zeitalter? Wie geht es denn los? Ja, wir halt müssen zeitgleich. Magst du beginnen, Raphael? Ja, genau, fange ich mal an. Es ist ehrlicherweise natürlich ein bisschen schwierig, wie es losgeht, weil wir nicht genau wissen, wie es 8. geendet hat. Ne? Deswegen gibt es auch hier nur die Mutmaßungen, die Calvin da äußert, dass sie sagt, naja, irgendwas muss da passiert sein, dass die an Land nicht so recht aus dem Quark kommen, also was immer im 8. passiert ist, sodass einfach, das wird das Zeitalter der maritimen Völker. Und was ich persönlich sehr spannend finde, ist,
Da tauchen jetzt viele Namen auf, die werden wir später wieder sehen. Die kennt man auch heute, wenn man Schwarze Auge spielt, Neckar, Zeliten, Krakonia, Humeria. Die kann man ja durchaus begegnen in verschiedenen Abenteuern. Aber hier werden auch wirklich ein paar Kreaturen angeteasert, die heute eher seltener sind. Klar, Seeschlangen gibt es auch immer mal wieder. Wasserdrachen laufen schon deutlich seltener übers Land oder übers Land sowieso nicht. Kommt man gegen siebenköpfige Hydras werden als Kreaturen erwähnt. Das hat man so auch nicht erlebt. Und die prächtigen Riesenrochen, die sie in die Lüfte erheben können, ebenfalls. Also man hat tatsächlich damals eine sehr viel höhere maritime Vielfalt gehabt. Entweder als heute oder zumindest heute kriegt man sie nicht mit, weil man vielleicht gar nicht als Abenteurer so tief in den Ozean hereintauchen kann. Ja, ja, und so wenig wir über das 8. Zeitalter als vergessenes Äon wissen, scheint es doch so zu sein, wie wir es ja schon kennen vom Ende jedes Zeitalters, dass das oft mit starken Umwälzungen und Verwüstungen einhergeht. Und Calvin berichtet eben, dass das wieder dazu geführt hat, dass eigentlich die an Land lebenden Völker so zerstreut und auch geschwächt sind, dass dort erstmal eigentlich keine Völkerschaft so stark ist, dass sie sich durchsetzen kann, um irgendwie ein größeres überregionales Reich zu bilden. Und dass das mit ein Grund ist, warum eben diese Seevölker, die im und unter Wasser leben, erstarken, weil die offenbar weniger betroffen waren von den letzten Umwälzungen und deswegen jetzt die Nase so ein Stück weit vorn haben. Ansonsten ist sicherlich, was uns heute über die gesamte Zeit begleiten wird, ist, dass Charybda sehr viel macht im Zeitalter. Wir haben ja gerade schon gesagt, sie herrscht hier über das Wasser. Klar, in einem Zeitalter, wo es um das Meer geht, ist vermutlich die Wassergöttin eine der größten Rollen. Aber sie ist auch wirklich sehr, sehr aktiv dabei. Und einen Spoiler muss ich jetzt schon machen. Ich habe das vorhin schon mal vorgesprochen. Ich werde gleich einige Namen nicht aussprechen, weil ich nicht in der Lage bin, die ganzen exischen Namen auch nur einigermaßen adäquat rüberzubringen. Also vielleicht werde ich zwischendurch ein bisschen nuscheln und dann müsst ihr das einfach alles selber nachschlagen hinterher. Denn heute geht es tatsächlich um viele exische Urvölker mit komplizierten Namen. Braucht man eine gespaltene Zunge, um sie korrekt aussprechen zu können. Genau. Ja, Charybda ist auch so ein bisschen, also ist wirklich schon so einer von den sehr erfahrenen Alvaran. Wir haben ja erlebt in den vergangenen Zeitaltern, dass es sehr viele Wechsel gab und Charybda ist tatsächlich eine, die es geschafft hat, immer oben zu bleiben. Das heißt, von Anfang an durchgehend hat sie die Herrschaft über das Wasser und wir haben ja sonst in fast allen Funktionen und Positionen und Ämtern in Alvaran erlebt, dass es, also Prios war mal der Chef, dann war das wieder nicht mehr. Fex ist in Ungnade gefallen, jetzt ist er wieder aufgenommen worden. Charybda ist fast die einzige, die es geschafft hat, über die bisherigen 8 Zeitalter tatsächlich im Amt zu bleiben und immer dieses Element Wasser unter ihrer Herrschaft zu haben, was sicher auch mit dazu beigetragen hat, dass sie eben im 9. Zeitalter dann so mächtig geworden ist und so einflussreich. Dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal an die großen Unterwasserreiche oder wollen wir schon mal sagen, was sie gemacht hat? Fangen wir mit den Unterwasserreichen vielleicht auch. Also mir persönlich ist es immer am leichtesten, ehrlicherweise, gerade wenn ich in solchen Büchern lese, wenn man so vertraute Sachen wiederfindet. Also Sachen, die man schon mal irgendwo in einem Abenteuer idealerweise begegnet ist, komme ich nachher auch an eine Stelle, wenn wir da hinkommen, wo ich mal eine gute Erinnerung habe. Und das ist eines der großen Unterwasserreiche, das ist nämlich Vajat. Da würde ich mal mit einsteigen vielleicht, weil das hat man doch wenigstens, oder konnte man zumindest zuletzt auch in einigen Abenteuern erleben. Auch mal, ich glaube, es war in Bahamuts Ruf, ne, wo man auch runtertauchen kann und wenigstens ein bisschen was von dem alten Vajat sehen kann. Was da übrig geblieben ist, kommen wir nachher zu. Aber es gibt eben tatsächlich jetzt, und das finde ich immer ganz spannend, die ersten Dinge, die man heute noch finden kann. David sagte vorhin, im 3. Zeitalter oder sowas hat Marder die Magie den Sterblichen gebracht, das weiß man, aber aus dem 3. Zeitalter hat man nichts, was man heute ansonsten in Aventurien begegnen kann. Jetzt kommen wir langsam nah genug an die Jetztzeit heran und Vajat ist eben ein sehr, sehr großes Unterwasserreich, was, ich meine, im Südosten, bei Südosten muss es gelegen haben, ne? vor der Küste. Südküste Aventuriens, genau, hier steht es auch bei und ja, es ist, ich glaube, das größte Reich damals auch gewesen, was auch wirklich lange überdauert hat, wo man auch heute noch relativ viel zu findet. Ich mache mal weiter, ihr unterbrecht mich, wenn ihr was sagen wollt. Wollen wir noch ganz kurz, ja. Wie sehen denn Vajat aus? Also was sind das für
Achso, im Wesentlichen ist es ein Leben dort Krakonia. Krakonia sind, darf ich sie nicht verwechseln, das sind, glaube ich, diese aufrechtgehenden Krötenwesen, wenn ich mich recht erinnere. Also nicht die ganz großen, das sind die Leviathanim, aber die etwa menschengroßen, ein bisschen kleiner, aufrechtgehende Krötenwesen. Und ich vermute, dass natürlich noch diverse andere Kreaturen da gelebt haben, aber es gilt als Krakonia-Reich zumindest, war ja. Also hauptsächlich kommt dort Krakonia vor. Und die haben ja auch, muss man sagen, ein paar Städte, die zum Teil auf dem Land liegen und dort von Luftatmern bewohnt werden, muss man auch sagen. Also die waren im Süden von Aventurien bis ins Meer rein. Genau, da haben dann natürlich mehr Echsenwesen halt gelebt, Achatz und andere oder Vorgänger heute nicht mehr existente Echsenwesen. Achatz kennen wir ja noch, aber damals gab es ja noch ein paar andere. Okay, wer sind die Nächsten? Ja, dann gibt es das Nächste, ist Zilon aufgeführt. So, da kommt zumindest auch bei mir, ist es, glaube ich, bin mir relativ sicher, dass ich nur in der Historia bisher über Zilon gestolpert bin und sonst keine andere Quelle. Ich weiß nicht, ob David gleich was ergänzen kann dazu. Ziliten, na gut, das passt vom Namen her, haben in Zilon gewohnt. Die kennt man zumindest, weil die auch schon in diversen Abenteuern aufgetaucht sind, wobei ich jetzt ehrlicherweise gerade kein Bild vor Augen habe von den Ziliten. Sind das diese mit diesen komischen breiten Ohren, hätte ich fast gesagt. Ja, also wie aufrechtgehende Molche. Also, genau, ja. Ein okay, sehr appetitlicher Anblick, aber... Ja. Genau. In Zilon wird wohl ein Quallengott angebetet. Jetzt springe ich mal bei Namen drüber, den man tatsächlich als, wahrscheinlich eher eine Abart oder tatsächlich nur... jemand ist, der quasi für den Namenlosen steht oder wie auch immer. Brauche auch keinen Namen zu nennen, das passt ganz gut. Dann gibt es dort Rochenkönige, denen man folgt. Und das ist tatsächlich ein aufstrebendes Reich, was aber, ich sag mal, eher isoliert auf dieses Zeitalter. Ich finde den Namen gehen, also der Quallengott Ult Usu geht eigentlich noch. Wenn man das so ausspricht. Es gibt Schlimmere, ist richtig, ja. Aber ich. Ja, der Rachenkönig, die Rachenkönig heißt Sisquishii oder so. Oder so. Besonders spannend, wenn man es am Spieltisch ausspricht und die Spieler schreiben dann jeder ihre eigene Version ab, mit dem, was sie verstanden haben. Und hinterher vergleicht man das ein paar Wochen später die Abenteuernotizen und versucht noch zu schauen, wie hängt das zusammen und spricht man gerade noch vom gleichen Gegner oder Forschungsobjekt oder von unterschiedlichen Wesen. Genau, also über die Ziliten von Zilon kann man noch sagen, dass sie offenbar auch mächtige Magier oder zumindest magisch begabte Kreaturen sind, die zahlreiche Chimären erschaffen aus Haien, Quallen, Seesternen, Kraken und anderen. Und letzten Endes, da wird es dann spannend, habe ich es gerade schon mal vorweggezogen, genannt, erschaffen sie sogar eine Rasse, der man auch durchaus später noch häufiger begegnet, nämlich die Leviathanim als 3-4 Schritt große, aufrechtgehende, zaubermächtige Echsenkämpfer. Wirklich auch ein gefürchtetes Volk der späteren Zeitalter, die wirklich von sterblichen Personen hier erstmalig, also eine echte Rasse, die erschaffen wird, nicht von Göttern. Das ist, glaube ich, auch wahrscheinlich jetzt eins der ersten Male, dass es passiert, wenn nicht überhaupt das erste Mal, ja. Ja, das sind auf jeden Fall eher so die Kreativen auch unter den Unterwasservölkern, die eben forschen und Dinge ausprobieren und immer danach streben, eben auch noch Neues zu erlernen und sich zu verbessern. Okay, wen haben wir denn noch? Ja, wir haben noch ein Volk, über das wir aber eigentlich gar nicht so viel erfahren, weil es dann auch schon wieder verschwunden ist. Das sind die Weisen der Meere. Das scheint dann nomadisch lebendes Volk zu sein, was quasi keinen festen Einflussbereich hat oder keine feste Hauptstadt, sondern wie Fischschwärme quasi durch die Meere zieht, mal hier, mal dort ist und auch in der Regel sich aus Konflikten und Parteistreitigkeiten heraushält, sondern eher eine neutrale Rolle einnimmt. Deswegen gelten diese Wesen als Ratgeber einerseits. Gleichzeitig sagt man auch, ihre Voraussagen seien oft so komplex und kryptisch, dass sie nur schwer zu entschlüsseln sind, wenn man nicht selber dem Volk angehört und über vertieftes Wissen verfügt. Und dieses nomadenhafte Leben gereicht ihnen eigentlich zum Vorteil, weil sie dadurch so ein bisschen der Situation entgehen, komplett versklavt oder unterdrückt zu werden. Das heißt, es werden dann zwar einige Schwärme dieses Volkes von anderen Seevölkern oder eben von mächtigen Wasserdrachen
geraten unter deren Kontrolle, andere aber eben entgehen dem dadurch, dass sie keinen festen Ort haben, wo sie ansässig sind. Ja gut, zu den Wasserdrachen kommen wir dann nochmal extra. Genau, und was interessant ist eben, es haben sich erste große Wasserreiche gebildet, aber das reicht irgendwann nicht mehr, zumindest Charybda nicht mehr, offenbar den anderen auch. Ich glaube, du hattest vorhin schon mal angesprochen, es gibt ja auch einzelne Städte, Oberflächenstädte, auch in den Wasserreichen, und irgendwann, als der Meeresgrund aufgeteilt ist, sage ich mal so, beginnt dann tatsächlich auch eine größere Landnahme noch. Ne? Also tatsächlich, dass die erstmal natürlich flussaufwärts in die Länder hereinströmen. Ja, gut, aber dann, bevor wir jetzt zu der Landnahme kommen, die größten Reiche sozusagen. Jetzt müssen wir erst nochmal über Charybda sprechen. Charybda hat nämlich gedacht, jetzt ist meine Chance. Und sie wird hier die Blütezeit dieser Völker, die jetzt anbricht, möchte sie als nutzen, um ihre eigene Person und ihren Einfluss unter den Göttern auszubauen. Und sie sendet den Meeresdrachen Visionen und Träume, in denen sie auffordert, sich wieder zu Anführern aller Völker des Meeres zu machen. Und diese Visionen von ihr sind so eindringlich, dass eine erhebliche Zahl der Drachen zu den Krakoniern, Zeliten und anderen Völkern ziehen und der sie mit einbruchsvollen Machtbeweisen dazu bringt, sich ihnen zu unterwerfen. Und nun vereinen die Drachen sozusagen auch mehrere kleine Schwärme zu großen und mächtigen Reichen, auch nach dem Vorbild der Drachenreiche im dritten Zeitalter. Und so ist eigentlich keiner vor ihnen sicher. Außer natürlich die Weisen der Meere, die weit draußen waren und umherziehen. Und die Drachen lassen auch neue prächtige unterirdische Städte errichten, lehren den Untertanen, dann auch Nutztiere zu züchten. Riesige Krabben, vielarmige Kraken, habt ihr auch schon gesagt, die Zylonen haben sich da gerade hervorgetan. Und natürlich werden auch zu Ehren Charybdas große Tempelanlagen errichtet. Und auch natürlich andere Unsterbliche halten auch ein paar eindrucksvolle Verehrungsstätten. Zum Beispiel auch Kor, der von den Krakonitern unter dem Namen Krakon als Schutzgott ihres Volkes betrachtet wird. Und ja, die Drachen haben jetzt mehr oder weniger die Völker unterjocht, aber es sind immer noch Drachen. Und so kämpfen sie auch gegeneinander und ziehen ja Krieg der Völker untereinander, alles natürlich im Namen Charybdas. Und dann haben wir natürlich auch noch Effard, der das Ganze natürlich mitbekommt und der ja eigentlich gerne der Gott des Meeres wäre. Und immer wieder gelingt es ihm, Charybdas Pläne zu vereiteln und rettet auch etliche Sterbliche. So, und jetzt kommen wir zur Landnahme. Ja, Raphael. Entschuldige, war ich ein bisschen vorschnell, aber letztlich passt es ja auch gut so. Du hattest ja vorhin die schönen und großen Tempel Charybdas erwähnt, die unten auf dem Meeresgrund gebaut wurden. Und auch Götter offenbar sind nicht von einem gewissen Hochmut freizusprechen. Das wissen wir ja natürlich spätestens seit dem Goldenen. Aber auch Charybda gefällt das ausnehmend gut und dachte, warum eigentlich nur im Wasser aufhören? Ich will auch mehr. Und unter Anleitung der Wasserdrachen fallen dann die Krakonier insbesondere auch über die Länder herein. Und insbesondere exische Siedlungen natürlich damals, die dann in die Reiche übergehen und dass eben auch an Land dann prächtige Tempel gebaut werden, im Wesentlichen Charybda geweiht und letztlich eigentlich der ganze Süden Aventuriens unter der Herrschaft der Krakonier liegt. Also obwohl sie eigentlich im Wasser viel agieren, sind sie doch so mächtig, dass die Landbevölkerung ihnen wenig entgegenzusetzen hat. Okay, dann denke ich, müssen wir noch über jemand anderes reden, der auch in diesem Zeitalter seinen Klauenabdruck hinterlässt. David, kannst du uns was über Pyrdarkot erzählen? Ja, wir erinnern uns ja, dass die Götter oder die Unsterblichen in der Vergangenheit jeder ihren eigenen großen, alten, mächtigen Drachen erschaffen haben. Sie als einen ihrer mächtigsten Alvaraniare und auch Boten auf Dere. Und der Namenlose selbst ist zwar vertrieben und in die Sternenlehre verbannt, aber sein Drache Pyrdarkor ist noch da und ist als großer Drache ja auch nicht an das
an die gleichen Regeln gebunden wie die Götter selbst. Das heißt, im Gegensatz zu den Göttern, die sich ja verpflichtet haben, nicht selbst auf deren zu wandeln, nicht selbst persönlich einzugreifen in das Leben der Sterblichen, kann er das sehr wohl. Und er ist, wie es auch seinem Erschaffer, dem 13., dem Güldenen entspricht, sehr von sich überzeugt und ist auch so ein Stück weit, so habe ich das rausgelesen, der Meinung, er sei eben der Vornehmste unter allen Drachen. Und er scheint dann auch diese Veränderung, die einsetzt, dadurch, dass viele der bisher ja, bedeutsamen, einflussreichen Landvölker verschwunden sind oder geschwächt wurden und die maritimen Völker jetzt auf dem Vormarsch sind, das nutzt er, um auch ja, ein eigenes Reich zu errichten. Er wählt dafür eine Insel im Süden, also noch unterhalb des aventurischen Kontinents, irgendwo im Südmeer, und errichtet dort sein Königreich, wo er nicht nur Völker zusammenholt, sondern sich dort auch selbst wie ein Gott verehren lässt. Und was ihm recht gut gelingt dort, ist auch so ein Stück weit diese Vermischung verschiedener Völker und Fähigkeiten, weil seine Insel, dadurch, dass sie unter seinem Schutz steht, eben auch vor Überfällen der Meervölker dadurch geschützt ist, wird so ein Stück weit auch zu einem Zufluchtsort für verschiedene andere Völker, die aus ihren Gebieten vertrieben werden, sodass aus verschiedenen Richtungen dorthin, ja, also Echsenwesen vor allem streben. Und er lehrt sie eben auch ja neue Formen der Magie, die bis dahin noch nicht unter den Sterblichen verbreitet waren, und ja, baut dadurch seinen Einfluss aus. Er gerät dann schließlich auch erstmal ja, unfreiwillig in Kontakt zu den großen Reichen unter Wasser, denn das Reich der Ziliden, Zilon, unter einem Herrführer schwierigen Namens, entscheidet oder kriegt aufmerksam auf diese große Insel, und ja, wie man sich so vorstellen kann, das ist so ein Rochenkönig, der hatte bisher nicht viel entgegenzusetzen, der war einfach der Herr über so ein großes Reich, der hört von so einer kleinen Insel da irgendwo und sagt, ja, die schnappe ich mir jetzt. Und dann zieht also dieser Rochenkönig mit seinen Zeliten gegen Pyrdakors Insel, es kommt zu einem ziemlich für den Rochenkönig sehr ungünstigen Situation, denn Pyrdakor stellt sich ihm persönlich entgegen und, wie es heißt, zerreißt er den Riesenrochen im Zweikampf. Kann man sich das ja auch vorstellen, Pyrdakor als einer der ältesten Drachen, dass der nicht lange fackelt, auch mit einem aus heutiger Sicht wahrscheinlich unfassbar mächtigen Rochenkönig. Und dadurch natürlich wird das Volk der Zeliten hier völlig planlos. Ihr Anführer ist gefallen, der Feldzug offenbar gescheitert. Und Pyrdakor gelingt es dabei, und das ist ganz interessant auch für die spätere Zeit, einiger Leviathanim habhaft zu werden, die man ja die Zeliten erschaffen haben, wie wir uns erinnern. Er erkennt ein gewisses Potenzial in diesen großen Wesen, bietet ihnen ihre Freiheit und sogar ehrenvolle Ämter an, wenn sie sich ihm anschließen, worauf sich sehr viele einlassen. Und ich denke, im nächsten Zeitalter werden wir ein bisschen mehr mit den Leviathanim zu tun haben, die dann jetzt eben als die neue Kriegerkaste werden, die für Pyrdakor arbeitet. Okay, er hat die Zeliten, also die Namen sind echt toll. Man, im ersten Moment denkt man, das kann man bestimmt aussprechen. Das ist ein großes S, Apostroph, denn Vichy, Apostroph I. Also, this Vichy I, würde ich behaupten. Und der Hauptzilon, der große Rochen, ist this Quishy I. Ich stehe auf die Namen gerade. Gut, also der Pyrdakor hat dann, ja, bietet Schutz und es entsteht ein kulturelles Zentrum. Ne? Überall dem droht er in seiner goldenen Pyramide und lässt sich wie ein Gott verehren. Und viele Bewohner seiner Insel gilt er sogar als höchste aller Götter. Aber, naja, wir hatten es ja mit Hochmut schon mal. Aber Pyrdakor hat ja die Schlüssel der Elemente erhalten. Und so kann er die 6 Elemente zwar beeinflussen, aber es ist nicht der große Machtzuwachs, den er sich erhofft hat. Vielleicht kann einer von euch nochmal kurz sagen, warum er die 6 Schlüssel der Elemente hat und was er damit machen sollte und jetzt machen möchte. Im Grunde soll er da eigentlich drauf aufpassen. Wir hatten ja nach dem ersten Drachenkrieg,
als die Unsterblichen ja auch gemerkt haben, wie viel Schaden man anrichten kann mit dieser Macht, hat man ihm die eigentlich anvertraut, diese Schlüssel, damit er sie ja bewahrt, verwahrt und auch sicherstellt, dass das Gleichgewicht zwischen den Elementen gewahrt bleibt. Und Calvin berichtet jetzt, dass er sich davon, also von diesen mächtigen Gegenständen, auch einen Zuwachs seiner Macht erhofft hat, den er aber bisher nicht so erfahren hat. Und dass das, was er dann tut, eigentlich auch wieder aus Machtstreben herauskommt, dass er nämlich auf den Gedanken kommt, wenn er die bestehende Welt derer in verschiedene Einflusssphären unterteilt, die jeweils einem Element besonders stark unterworfen sind, dass das Element dann dort noch reiner ist und er es quasi noch stärker, noch vollständiger kontrollieren kann und damit auch einen deutlichen Machtzuwachs erhält. Und er wählt sich dann ein Element aus zunächst, quasi für den Testlauf. Das ist das Element, was er für das am leichtesten zu beherrschende hält, das Element Eis, was in der Natur für den Stillstand auch steht, was eben wahrscheinlich weniger unruhig ist als jetzt beispielsweise der Wind oder das Feuer. Und gleichzeitig wählt er sich auch eine Region aus, die relativ abgelegen ist, weil er ja berücksichtigen muss, dass die anderen Unsterblichen wahrscheinlich nur bedingt begeistert sind, wenn er sich irgendeine Gegend aussucht, wo das von ihnen bevorzugte Volk lebt und dann dort mit seinen elementaren Experimenten beginnt. Deswegen wählt er sich den hohen Norden aus und beginnt dann dort in einem umfangreichen Ritual. Also Calvin berichtet, das dauert quasi nicht irgendwie Stunden oder Tage, sondern viel, viel, viel länger. Beginnt er mit Hilfe der elementaren Schlüssel die Elemente zu manipulieren, sodass eben die Kälte dort zunimmt und die Kraft der anderen Elemente dort geschwächt wird und quasi entweicht und dann dafür in den anderen Regionen stärker präsent ist. Genau, tatsächlich hat er zwar, wie es heißt, ja mehrere Zeitalter daran gearbeitet, an diesem Plan, also Hunderttausende, vielleicht Millionen Jahre, wer weiß, wie viele das sind am Ende des Tages, aber auch selbst wenn alte Drachen so lange planen, klappt nicht immer alles. Das eine ist sicherlich, dass es einige Folgen auftreten, die er so nicht vorhergesehen hat. Ja, also tatsächlich, das Eis bindet da einfach sehr viel Wasser, der Meeresspiegel verschiebt sich dadurch. Einige der größeren Unterwasserstädte, die man vorhin genannt hat, die vielleicht vorher nur knapp unter der Wasseroberfläche gebaut waren, sind es plötzlich teilweise an Land. Es entstehen tatsächlich dadurch plötzlich Jahreszeiten, wie es hier bei Calvin heißt, vorher nicht existiert haben. Das, was wir heute so kennen, weil wir es ja auch immer von der Erde her kennen, also je weiter im Norden man ist, umso kälter wird es im Winter. Dieser Effekt tritt offenbar erst mit Pyrdakors Ritual ein. Es gibt aber noch zwei ganz andere spannende Sachen jetzt für mich. Kleines Memo, ich muss mal wieder ein Exposé einreichen, glaube ich, die mir hier unterkommen. Nämlich das eine ist, Pyrdakor unterschätzt das Ritual tatsächlich. Sogar er unterschätzt das Ritual und stellt irgendwann kurz vor Ende dieses mehrjährigen Rituals fest, meine Kraft reicht nicht aus. Ne? Und er muss dann mehrere hundert Zauberer, das sind in dem Sinne halt Drachen, oder dieses Grechim, also ein Echsenvolk, was auch später kommen wird, opfern für dieses Ritual. Das heißt, irgendwo im ewigen Eis heißt es, wird noch eine Hundertschaft dieser Zauberer wie Statuen heute stehen, aber es sind eigentlich mächtige Zauberkundige, die ihr Leben oder vielleicht ja gar nicht alle ihr Leben, was weiß man, gegeben haben für Pyrdakor. Und noch, was ich persönlich spannender finde, ist der kleine Nebensatz, den Calvin erwähnt, ihr selber wären zwei Unsterbliche bekannt, die vom ewigen Eis überrascht wurden und seitdem unter einem frostigen Panzer in einem kühlen Schlaf verfallen sind. Also irgendwo im ewigen Eis zwei nicht näher genannte Unsterbliche, die seit vielen 10.000 Jahren darauf warten, dass sie vielleicht wieder eingreifen können. Also tatsächlich, hier liegen schon erste spannende Sachen, die gar nicht so weit weg sind. Unter Eis ist sehr spannend, stelle ich mal wieder fest. Ja, und natürlich, wir erinnern uns, Pyrdakor ist geschaffen vom Güldenen und tja, die viele Götter und auch Unsterbliche sind nicht unbedingt erfreut, sondern eher erzürnt. Haben natürlich Erinnerungen an die Alleingänge seines Chefs.
Und auch Charybda wettert mit der Energie einer Springflut gegen die Anmaßung, aber irgendwie insgeheim ist sie ja gar nicht so unzufrieden mit der Auswirkung, weil jetzt sind die anderen Götter abgelenkt. Ausgenommen Effert. Der hat es geschafft, seinen alten Kampfgefährten Firun dazu zu bringen, einige Gattungen von wasserlebenden Kreaturen gegen den eisigen Griff immun zu machen. Genau, die Götter, wie du gerade selber sagst, einige sind sehr sauer und protestieren laut und fordern eine Bestrafung des Drachen. Und jetzt hatten wir ja ganz eingangs, ich glaube, David, du hattest gesagt, wir haben wieder einen obersten Richter, Praios, wie wir ihn kennen. Und der muss schließlich den Streit schlichten oder zumindest entscheiden. Und tatsächlich hält er fest, Pyrdakor hat gegen keine Abmachung verstoßen, hat nicht gegen Kars Regeln gefrevelt, also kann er nicht bestraft werden. Ja, allerdings sagt er, man muss wieder dafür sorgen, dass Pyrdakors Macht nicht übermäßig anwachse. Und deswegen bestimmt er, dass Firun auch die neuen Eisregionen kontrollieren und beherrschen soll. Jetzt kommen wir an eine Stelle, ehrlicherweise, vielleicht können wir die auch hier mal diskutieren, die ist mir nicht ganz schlüssig, beim auch mehrfache Durchlesen nicht. Es heißt, gut, hat Pyrdakor gerade das ewige Eis geschaffen, kann es auch beherrschen, aber die Region unterstehen einem anderen Unsterblichen, was ihn nicht sehr erfreut. Jetzt kann ich mir nur vorstellen, dass regeltechnisch Pyrdakor eine Doppel-20 auf Klugheit gewürfelt hat, wenn er geglaubt hat, dass er von irgendjemandem auserkoren werden könne, diese Region später zu beherrschen. Also irgendwie, ich meine, das kann, er kann ja sich nicht vorstellen, ich mache hier mal was auf meine eigene Tour und die Götter werden mir da schon den Norden schenken. Also entweder ich gehe mal von der Doppel-20 aus oder ich verstehe die Passage nicht richtig, David, ich weiß nicht, wie du siehst. Ja, ich bei mir auch. Also ich finde, das hat sowas, ne? Also hat ja eigentlich schon sowas von so Schöpfungsmythen, ne? Also wir erklären die Jahreszeiten, wir erklären, warum es im Norden kalt ist und wir erklären, warum manche Fische im eisigen Wasser überleben können und andere nicht. Also finde ich einerseits total reizvoll, ne? dass wir das in Aventurien haben, dass quasi die Dinge, die wir uns mit modernen Naturgesetzen erklären und damit auch sehr nüchtern sind und sehr wenig mythisch und irgendwie fantasievoll, dass dafür hier andere Erklärungen geliefert werden. Teilweise finde ich aber auch manche Begründung so ein bisschen nicht nachvollziehbar. Auch jetzt das mit, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass Pyrdakor vielleicht dachte, es fällt doch nicht so sehr auf, weil er ja extra diese abgelegene Region gewählt hat. Und er hat ja zumindest diese Auswirkungen auf die anderen Regionen nicht vorhergesehen. Das heißt, wenn seine Elementarmanipulation nicht auch die anderen Gebiete so stark beeinflusst hätte, indem es dort die Fruchtbarkeit gesteigert hat oder die Temperaturen erhöht hätte oder ja, dass das Wasser gebunden hätte, sodass eben der Wasserspiegel sinkt, vielleicht hätten dann tatsächlich die anderen Unsterblichen nicht so schnell oder nicht so stark bemerkt, was er da tut. Vielleicht hat er darauf spekuliert, aber ja, so ganz 100% schlüssig ist es nicht. So, jetzt wir kriegen hier gerade ein technisches Problem mitgeteilt. David ist nur noch zu zweit, aber wir machen einfach mal weiter und schauen mal, die Technik wieder mitspielt, die Aufzeichnung scheint zu funktionieren. Das heißt, gucken wir mal, was noch passiert. Jetzt nämlich, David, ich hatte vorhin an ein, zwei Stellen Jahreszahlen reingebracht. Das sind ein paar Hunderttausend oder Millionen, wie auch immer. Aber jetzt plötzlich kommen wir zum ersten Mal an ein Ereignis, was wir datieren können. Ja, und zwar, ja, es ist der älteste Kalender, den es in Aventurien gibt. Magst du da ein bisschen was zu ausführen? Gern. Das finde ich nämlich auch, also finde ich auch was sehr Reizvolles, dass man nämlich sagt, ja, wer hat es erfunden? Nicht die Menschen, nicht die Elfen, nicht die Zwerge, es sind die Orks in diesem Fall, die als Erste einen Mondkalender entwickelt haben, den sie auch fleißig gepflegt haben über Jahrzehntausende, sodass man tatsächlich mit Hilfe des orkischen Mondkalenders, wenn die Orks den immer richtig gezählt haben, zurückdatieren kann und sagen kann, dass ungefähr vor 36.000 Jahren oder 36.000 Jahre, eigentlich sind das sogar 37.000 Jahre, 36.000 Jahre vor Bosbarans Fall, die Orks als neues Volk erschaffen wurden von Brazorak, der, sie wohl auch so ein bisschen als Gegenentwurf sich vorgestellt hat zu den maritimen Völkern, auch zu den geschuppten Echsenwesen, als ein Volk, das seinem eigenen Wesen auch entspricht, mutig und robust, wehrhaft und rau, kriegerisch. Die Orks sind eben ausgestattet, um überhaupt ihre Nische quasi finden zu können in dem schon stark umkämpften Kontinent, auch in den Meeren, dass sie in Regionen leben können, wo eben weder die Meeresbewohner, die Wasseratmer leben können, noch die Echsenwesen, die an ein eher wärmeres Klima gebunden sind. Auch die Orks zieht es nicht ganz nach oben ins ewige Eis, aber sie leben eben an den Randregionen, dort, wo es unwirtlich ist, im Winter auch richtig kalt wird. Daher haben sie auch den namensgebenden
Pelz, also als Schwarzpelze und sind eben mit einem, ja, mit einem sehr robusten, mit einer sehr robusten Gesundheit geschlagen, sodass sie auch in unwirtlichen Gebieten überleben können, mit den dort lebenden wilden Tieren zurechtkommen und dann ja anfangen können, eben auch als kulturschaffendes Volk noch vor Menschen, vor den Menschen, ja, ihre ersten Reiche zu errichten. Genau, bei Kultur, also Kultur schaffen, sie schaffen Kultur. Es ist auch nicht nur Brazorak, den sie anbieten. Das wissen wir, der ist ja heute auch immer noch erste Wahl bei den Orks. Aber wir hatten ja vorhin gesagt, Tairach ist auch im aktuellen an Alvaran vertreten, der bei den Orks angebetet wird. Aber auch Ingerim und Simia finden Gefallen an denen, sodass am Ende diese vier Götter, findet man heute ja auch im Wesentlichen noch wieder bei den Orks, ja, von den Schwarzpelzen akzeptiert werden oder die sich ihnen zuwenden, weswegen sie auch das Schmieden eben lernen können. Und dann natürlich, weil das war damals schon, Brazorak ist ja auch, das dürfen wir nicht vergessen, der Kriegsgott, auch wenn er hier für das Zeitalter eigentlich erstmal, das Gott der Luft benannt wurde, aber Rondra ist ja auch nicht im Alvaran, das heißt, er ist der Gott des Krieges, er will Blut sehen sozusagen. Und ja, das heißt, die Orks fangen erstmal an, munter zu kämpfen, zu erobern, breiten sich im Norden weit aus, aber geraten dann schließlich im Süden auf die Echsen, kommen an die Echsen, kämpfen viel mit denen und irgendwann sagen sie, naja, das ist eigentlich nicht wert, es ist eh viel zu warm, heiß da unten im Süden, das lassen wir mal denen. Und die Orks bleiben in der, ja, wie wir es heute kennen, im nördlichen Teil Aventuriens. Ja, die scheinen so einen Nachteil zu haben gegenüber den exischen Völkern, dass sie noch keine starke Magie besitzen. Sie sind zwar sehr kriegerisch und wehrhaft im direkten Kampf, sind aber eben im magischen Bereich, da ja, sind sie den Echsen noch nicht ganz gewachsen. Aber auch das mag sich noch ändern in der Zukunft. Genau, die Zukunft auch, ich greife es mal direkt auf, jetzt hat Brazorak sein Volk erschaffen und Fex, haben wir gelernt, ist ja auch wieder zurück in Alvaran und der, ja, Der kann nicht viel mit den Orks anfangen, das wissen wir auch heute an der Stelle und dem sind die auch viel zu grobschlächtig und er möchte also eigentlich jetzt Brazorak ein bisschen verspotten und ein anmutigeres Volk als sein Volk erwählen und naja, ist ja ein bisschen besser gut kopiert als schlecht selbst erfunden, denkt sich Fex wahrscheinlich und sagt, ich muss ja nichts Neues nehmen, wir nehmen hier einfach so ein Volk, das haben wir schon mal irgendwo gehabt, nämlich die Menschen. Ja, Menschen in dem Sinne hatten wir ja schon gehabt, dass Reisgram die Wulfen erschaffen hatte, von denen Ralven jetzt schreibt, dass sie längst ausgestorben sind. Einige primitive Sumura in Südosten gibt es auch schon. Und Fex sagt auch, ich versuche mal mit diesen Menschen was Neues zu machen, um die Orks ein bisschen fortzuführen oder vielleicht wahrscheinlich eher Brazorak fortzuführen. Es gelingt ihm hier aber noch nicht so gut. Ne? Also die Menschen können sich bisher noch nicht gegen die Orks durchsetzen. Da muss er wohl noch ein paar Jahrzehntausende warten, bis es wirklich klappt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, der erste Versuch, sage ich mal, der Menschen, sich gegen die Orks zu behaupten, auf einen göttlichen Plan initiiert, der scheitert hier erst einmal. Ne? Die Orks sind erst einmal die dominierende Rasse dort im Norden. Aber immerhin die Menschen Überlebende. Sie können noch keine großen Reiche bilden. Sie leben vereinzelt in kleinen Stämmen, auch in unwirtlichen Gebirgen, oft eben weit oben dort, wo es auch kalt genug ist, dass die Echsen keinen Anspruch darauf erheben und so unwirtlich das nicht, weil die Orks da siedeln wollen. Und zumindest gelingt es ihnen eben, was vielen anderen Völkern nicht gelingt im Laufe der Zeitalter, dass sie als Volk überleben. So, dann haben wir so viel erstmal zu den bekannteren Rassen. Jetzt ist hier ein Kontinent der blauen Mare, wird hier noch näher ausgeführt, La Maria. Und jetzt, wo ich das Bild sehe, das sind übrigens die, wo ich vorhin bei den Zeliten dran dachte, aber du hast recht, ich kann es wieder besser einsortieren gerade. Kannst du da ein bisschen was zu sagen, auch David, erstmal zu den blauen Maren? Und es gibt ja auch schwarze Mare und andere Mare, da gehen wir, glaube ich, dann weiter ein. Das wird ein bisschen längerer Part jetzt. Aber was hat es mit dem La Maria auf sich? Das taucht ja heute auch noch ein paar Mal auf, ne? In einigen Quellen und sowas. Ja. Auch, genau, weil es auch ein, ja, also wir gehen jetzt ja in großer Eile drüber hinweg, aber im Vergleich zur modernen aventurischen Geschichte sind das ja trotz allem immer sehr lange Zeiträume, über die wir eigentlich sprechen und bei uns ja entstehen und fallen die Imperien und Reiche natürlich in großer Geschwindigkeit, weil wir in den weiter zurückliegenden Zeitaltern ja naturgemäß ein bisschen zügiger drüber gehen, weil auch nicht so viel darüber bekannt ist und festgelegt ist, aber La Maria ist auch eines der großen Reiche des 9. Zeitalters und zeichnet sich dadurch aus, dass es so ein bisschen zwischen den Welten ist, dahingehend, dass dort sowohl Wasserbewohner als auch Luftatmer existieren können. Das ist
eine Art großes Archipel, das entstanden ist, dadurch, dass durch Pyrdakors Elementarmanipulation Wasser zu Eis geworden ist und der Wasserspiegel, der Meerwasserspiegel gesunken ist. Und dadurch ist so ein ganzes, ja, kein eigener Kontinent, aber doch eine größere Fläche entstanden aus kleinen, größeren Inseln, sumpfigen Plätzen, verbunden durch natürliche Kanäle und Seen, berichtet Calvin. Und das ist ein Lebensraum, der für die Wesen, die das tiefe Meer bevorzugen, nicht attraktiv ist und auch für die klassischen Landvölker nicht. Deswegen haben die Mare, die blauen Mare, dort so ihr eigenes Biotop gefunden, wo sie sich entfalten können und auch wachsen können als Volk. Denn die Mare haben einen großen Vorteil, sie können an Land fast genauso gut überleben wie im Wasser und sind dadurch vielleicht auch so ein Stück weit Mittler zwischen den Landvölkern und den Wasservölkern. Sie gehen dann auch schnell ein Bündnis ein mit dem Volk der Zeliten, das wir schon kennengelernt haben. Dahingehend, dass die Mare, sagen sie, bieten die Plätze, die sie haben in ihrem Archipel, stellen sie zur Verfügung als Laichgebiet für die Zeliten und beschützen diese auch. Und im Gegenzug schützen die Zeliten quasi das Reich Lamaria gegen Angriffe und mögliche Feinde und Kreaturen aus den Tiefen des Meeres. Das heißt, hier erleben wir auch zwischen den Meereswesen mal nicht nur Krieg, sondern auch eine positive Koexistenz, eine Zusammenarbeit zum beiderseitigen Nutzen. Und je mehr das Reich der Mare aber wächst, desto mehr wird es auch wahrgenommen von den älteren und mächtigeren Wesen. Und es kommt dann zwar kein Wasserdrache nach Lamaria, aber ein Riesenlindwurm, nämlich der Drache Unabor. Und als die Mare erkennen, wie mächtig dieser Drache ist, entscheiden sie sich nicht gegen ihn zu kämpfen, sondern sich freiwillig zu unterwerfen, sodass er dann ja mehr oder weniger kampflos dort die Herrschaft übernimmt und auch die Alleinherrschaft innehat, aber es trotzdem weiter ermöglicht, dass die Mare weiter wachsen können als Volk und auch große technologische Fortschritte entwickeln. Sie bauen Boote, sie bauen auch Unterwasserboote, mit denen sie quasi in die Tiefen hinabreisen können, die ihnen sonst verschlossen geblieben wären. Und ja, eine wichtige Entwicklung, die Mare noch haben, das ist die Schrift. Sie sind die Ersten, die eine eigene Schrift entwickeln, wie Calvin berichtet, die marischen Glyphen mit mehr als 8000 Zeichen. Erfordert wahrscheinlich einen langen Schulbesuch, bis man die alle erlernt hat. Und tatsächlich ist das eine so bahnbrechende Erfindung, dass dann auch andere Völker das übernehmen, unter anderem auch auf Pyrdakors Inselreich, wo dann kurze Zeit darauf auch eine eigene Schrift entwickelt wird, die sogar überdauert hat bis in die aventurische Gegend. Ja, dann sind zwei, ich sag mal, eher kleinere Sachen, die ich aber persönlich sehr spannend finde. Einmal natürlich, klar, es ist so, wie es überall ist, nicht alle Mare sind glücklich und zufrieden mit diesem Riesenlind vom Unabor und einige Abtrünnige ziehen in die Ferne, eine neue Stadt zu gründen und bauen tatsächlich eine unterseeische Stadt, die sie in einen mächtigen Zauber umgeben, damit diese Stadt für immer aus dem Zeitenfluss entfernt bleiben soll und zwar so bleiben soll, wie die Erschaffer sie gedacht haben. Das ist natürlich schon, ich meine, für ein Anführungszeichen jetzt nur eine kleine Gruppe von Zauberern, ein mächtiges Ritual, was da vollzogen wird sicherlich. Und die Stadt, das, jetzt muss ich doch mal einen Namen sagen, ne? Dennis ist nicht da, Mikuan würde ich es aussprechen. Mal schauen, ob man später noch gut was gesagt hören wird. Ah, da ist er wieder. Ja, hat er nur drauf gewartet, alles klar. Und der zweite Punkt ist, und das finde ich auch ganz interessant, der Unabor ist ja nur, in Anführungszeichen, ein normaler Riesenlindwurm. Ja? Und er stirbt dann irgendwann im Alter von über 5000 Jahren. Das klingt jetzt viel, aber wenn man das mal in Relation sieht, das ist eigentlich ein normaler Riesenlindwurm, wie wir ihn in DSA gut kennen. Ja? Der relativ alt geworden ist und der hat quasi ein ganzes Volk angeführt. Ne? Also das heißt für mich, man muss nicht immer einen Pyrdakor haben, es können auch normale Drachen, wenn man sie in Ruhe lässt, da wirklich einiges schaffen. Das finde ich eine ganz interessante Sicht. Aber wie das eben so ist, wenn der König ist tot, lange lebe der König, kaum ist Unabor verstorben, beanspruchen andere das für sich, sein Sohn Alamar und
wenn ich es richtig sehe, Enkelin Marima, sind zwei Riesenlindwürmer vermutlich dann auch, die aber völlig unterschiedliche Meinungen haben. Und so kommt es relativ bald zum Bruch und zum Streit. Die Gefolgsleute jeweils von Marima und Alama haben ja völlig andere Sichten. Marima verlässt mit ihren Gefolgsleuten, wie viele immer das sein mögen, das eigentliche Lamaria. Und ja, die schöne Hochkultur, die man gerade erst so aufgebaut hat, droht also ein bisschen ja, wieder zu zerbrechen. Und zwar, was hier interessant ist, tatsächlich der Streit heißt es auch, über Jahrtausende hinweg herrscht er auch lange über das Leben dieser beiden Drachen, die irgendwann versterben, bleibt trotzdem dieser Zwist bestehen. Ich habe mal eine blöde Frage. Ich habe jetzt mein Rechner ist ja gerade nicht erreichbar mit dem DSL, deswegen bin ich jetzt nur mit dem Handy drin. Waren das nicht Rochen? So Riesenrochen? Oder täusche ich mich da? Nein, die Mare sind keine Rochen, ne? Okay. Ich dachte, da kam der Riesenroche, Rochen und hat denen praktisch gesagt, hier, ich bin der neue Überführer und wir bieten jetzt Charakter an. Aber vielleicht habe ich jetzt auch gerade die... Kann das sein, dass sind die denn... Die Zeliten stimmt, haben ja, genau, das waren die Zeliten. Ja. Ah ja, okay, sorry. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Alles klar. Genau, wir haben noch ein zweites Mar-Volk, die schwarzen Mare, die im ewigen, die von Pyrdakos Eis überrascht werden. Ja, jetzt muss ich gerade mal, David, bist du da Firm? Sind das die Mare, die oben im ehernen Schwert wohnen, die man heute noch zwischendurch begegnen kann? Oder sind es die nicht? Weiß ich nicht. Gar nicht. Ich glaube, die sind tatsächlich ausgestorben, die Schwarzen. Also es gibt, ich glaube, die okay. ehernen Schwert, das sind die Nachfahren der blauen Mare, genau okay. wie die so auch. Und ich meine, auch auf der Maraskan-Kette gibt es heute auch noch blaue Mare. Aber die Schwarzen, die sind so ein bisschen mysteriös. Also man weiß nicht genau, wie sind sie entstanden. Und es gibt auch keine mehr und es gibt ihre Hinterlassenschaften. Aber es ist so ein bisschen, das hinterlässt sehr viel weiße Flecken für den Spielleiter, sich vielleicht eigene Dinge auszudenken. Ja. Weil wenig über sie bekannt ist. Es wird eben nur gesagt, dadurch, dass sie so tief unter Wasser gelebt haben, durch den plötzlichen Kälteeinbruch im Norden, in die Tiefe getrieben, dort, wo das Wasser nicht ganz so eisig war, ist ihre Haut mit der Zeit nachgedunkelt und sie haben eben ganz nachtschwarze Schuppen anstelle der blauen Schuppen wie die blauen Mare und sie sollen sehr fähige Zauberer gewesen sein, aber eher in Richtung der dunklen Magie, also auch chimerologische Experimente, Dämonenbeschwörung und dergleichen. Und dann, ja, sind sie verschwunden irgendwann. Jetzt zieht Lamaria ja plötzlich andere Interessen auf sich. Ne? Und zwar beginnen die eigentlich ein Stück damit, dass wir jetzt endlich mal wieder weg von den kleinen Streitereien auf Dere kommen und mal schauen, was die Götter so treiben. Und Effert hat sich ja bisher relativ zurückgehalten in diesem Zeitalter. Stand sehr in Charybdas Schatten und das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis hier, glaube ich, den wir aus dem Band, den man mitnehmen soll. Charybda war damals extrem mächtig und eben deutlich mächtiger als Effert. Effert will das so nicht stehen lassen allerdings. Und hat ja auch gemerkt, dass Charybda nicht nur die ganz gute ist, sage ich mal so. Natürlich hat sie, die Ablenkung von Pyrdakor nutzen können, dass es nicht generell so stark aufgefallen ist, aber Effert möchte jetzt ja wieder seinen Teil des Kuchens abhaben, so will ich es mal formulieren. Da geht er, ich erzähle ein bisschen was, du greifst einfach ein sozusagen. Effert hat ja immer schon, ich sag mal, der Unterschied zwischen Effert und Charybda, wenn man es so einfach halten will, ist ja, Charybda ist so mehr für die Tiefseekreaturen und Effert hat sich ja mehr an den, ja auch an den Oberflächenbewohnern, die ins Wasser hingezogen fühlen, sich denen zugewandt gefühlt. Jetzt habe ich leider ein bisschen den Faden verloren, aber versuche gerade mal, genau, jetzt weiß ich ja, wo ich hin wollte. Effert versucht also jetzt ein bisschen wieder die Kontrolle zu gewinnen und sucht sich einen Ort aus, wo er ein bisschen stärker eingreifen könnte und das ist eben Lamaria, da wollte ich gerade darauf zurückkommen. Und insbesondere ist interessant, dass Effert hier nicht alleine vorgeht, sondern auch mit Numinoru eine Gottheit an seiner Seite hat. Der sich auch nicht immer gut versteht, will ich es mal formulieren, aber hier hat man eher so ein bisschen, ne, der Feind meines Feindes ist mein Freund, gefühlt in der Dreierbeziehung Effert, Numinoru und Charybda. Und es gelingt ihm auch, zahlreiche andere Götter, die schon immer irgendwie ein bisschen enger und auch vielleicht heute noch enger mit Effert stehen,
dazu zu gewinnen. Hier sind Firun und Ingerim genannt, aber eben auch Hesinde. Und Hesinde sagt dann, schicke jetzt mal ein paar meiner Alvarenjare nach Lamaria, um da unseren Einfluss stärker geltend zu machen. Ne? Und was dann damit passiert ist tatsächlich, dann kommen wir auch langsam, biegen wir auf die Zielgerade in Richtung der heutigen Echsenrassen ein. Diese Alvarenjare bringen denen die Macht der Kristallomantie bei. Und da sind wir auch jetzt, also wir haben gerade die Orks erwähnt, die kennen wir von heute. Die Kristallomantie ist was, was wir heute immer noch erleben bei den Echsen. Also hier wird der Grundstein gelegt für das, was wir in den nächsten Zeitaltern erleben, also sehen werden. Ja. Schließlich ist es dann so, dass die diese lamarischen Zauberer durch diese Macht der Kristallomantie sehr mächtig werden und sogar Seeschlangen unter ihren Willen zwingen können und wollen jetzt damit sich befreien gegen Wasserdrachen, gegen Charybdas Statthalter. Sie schütteln am Ende des Tages ihre Joch ab. Sie überraschen einige Drachen. Es gibt Revolten auf Lamaria. Und die Städte der Drachen fallen schließlich und es herrscht Krieg in Lamaria. Und bald nicht mehr nur dort. Genau, ja. Genau, bald nicht mehr nur dort, sondern es verbreitet sich quasi die Rebellion. Das ist fast wie bei Star Wars, die Rebellion breitet sich aus und findet überall weitere unter den jüngeren Völkern, die Kontrolle durch die Drachen nicht mehr hinnehmen wollen. Und es geht auch einher wieder mit schon großen Verwüstungen. Das heißt, das Wasser der Meere kochte durch Magieeinwirkung und es wird berichtet von der gewaltigen Kraft der Seeungeheuer, die gegeneinander kämpfen. Dadurch, dass es eben den Lamariern auch gelungen ist, mächtige Seekreaturen, zum Beispiel die Seeschlangen, unter ihre Kontrolle zu bringen. Vulkane brechen aus, Erdbeben erschüttern den Meeresboden und nicht nur die Meeresbewohner spüren das, sondern die Auswirkungen in Form von, zum Beispiel Flutwellen, die bis an die Küsten heranreichende, dezimieren wieder einmal auch die Land- oder zumindest die Küstenbewohner. Das heißt, es ist, deutet sich schon was an. Das nächste Kamakorteon kommt in Sicht. Es werden wieder wilde Verwüstungen auf dem aventurischen Kontinent gestartet. Und ich finde es ja sehr interessant, die armen Leute, ne, die erst am Meer gewohnt haben. Jetzt hat sich das Meer zurückgezogen durch das Eis, dann pilgern sie wieder Richtung Meer und was kommt? Das Meer haut ihn voll auf den Deckel. Ja. Blöd gelaufen, also. Lieber im Landesinneren leben, ne? Genau. Und was den Drachen, also den kontrollierenden Drachen im Auftrag Charybdas auch wohl eben zum Verhängnis wird, ist ihre Wesensart, dass sie eben Einzelkämpfer sind und zu sehr in ihrem Konkurrenzdenken gefangen sind und es nicht schaffen, sich zusammenzuraufen, zusammenzuarbeiten, eine geeinte Verteidigung aufzustellen, sondern sich eher gegenseitig die Schuld geben für Misserfolge, so heißt es, und dann einer nach dem anderen bekämpft und am Ende auch besiegt werden und auch getötet werden. Viele der Wasserdrachen finden ihr Ende in dieser Zeit. Und Charybda sieht alles, was sie sich eigentlich aufgebaut hat, nun in der Gefahr verloren zu gehen. Ja, und dabei macht sie das, was Effert quasi, es heißt ja, was Effert längst kommen sah. Wenn man jetzt ein bisschen böse ist, kann man ja auch sagen, hat das Effert vielleicht provoziert, sogar an der Stelle. Sie macht das, was der Goldene früher auch schon mal tat und sagt, ich brauche Hilfe und deine Göttern finde ich sie nicht. Also wende ich mich an die siebte Sphäre und sie reißt dann einige Pforten des Grauens auf, wie wir sie heute nennen würden. Und das wissen wir auch, dass heute noch in Aventurien da einige unter Wasser liegen. Und dann kommen eben die dämonischen, riesenhaften Kraken, giftige Quallen, die baumartigen Archen, mit denen wir auch seit einigen Jahren wieder gesegnet sind, hätte ich fast gesagt, falsches Wort, ne, die uns plagen. Aber Charybda ruft dämonische Kreaturen zu Hilfe. Genau. Und dann wiederholt sich die Geschichte. Also man sagt ja immer, Geschichte wiederholt sich, aber die Geschichte wiederholt sich sogar in den einzelnen Zeitaltern oder mit denen. Ja, also es gibt wieder Dämonen und Risse und wie heißt es so schön? Es gibt volles Fund aufs Maul. Genau, zuerst einmal ist David, bitte du. Ich wollte nur ergänzen, also die Ausmaße werden auch wieder sehr gigantisch beschrieben. Es sind diese riesigen Kreaturen mit gewaltigen Tentakeln und Scheren und Mäulern, sodass man das Gefühl hat, die armen sterblichen Völker, die alle so etwa annähernd menschengroß sind, geraten wieder so ein bisschen zwischen die Mühlsteine. Ja.
Genau, und wo es natürlich Charupta besonders schlecht gelaunt ist, ist eben Lamaria. Das ist ja quasi der Ort, wo ihr Niedergang anfing, wo die Revolte ausbrach. Die Mare sind es, die irgendwie der Fokus für ihren Zorn geworden sind. Und ja, ihre dämonischen Kämpfer überrennen Lamaria, verheeren das Land, das wirklich nur ein verseuchtes Stück Land, was eher der siebten Sphäre gleicht, übrig bleibt. Das Volk der Mare wird fast vollständig ausgerottet. Nur einige wenige können sich retten. Ihnen wird, wie David vorhin schon sagte, werden später die Risso werden. Und sie ziehen sich in verschiedenste Winkel der Welt zurück. Effard schließlich ist es, der sagt, müssen wir Einhalt gebieten, da in der dritten Sphäre nicht geduldet werden. Und dann greifen die Götter ein und dann wird es noch einmal schlimmer, in Anführungszeichen. Praios lässt Lamaria austrocknen, dass alle geschuppten Wesen dort verdorren. Ingerim lässt die Erde erbeben, Vulkane flüssiges Gestein ausspeien, die Unheiligtümer werden dadurch zerstört. Und Effard wühlt die Meeresfluten auf, bis ganz Lamaria im Meer versinkt. Man spricht in den Legenden spricht man vom Jahr der großen Fluten. Das ist natürlich mal die Frage, wer diese Legenden noch überliefern kann. Menschen werden es noch nicht gewesen sein, aber es ist tatsächlich wohl ja das, was wir heute fürchten. Die Sturmflut, die Havena hat niedergehen lassen, ist wahrscheinlich nicht mal eine minimale Randnotiz gegen das, was damals passierte. Ich finde es auch interessant, dass hier auch wieder die Anhänger und einige Drachen Charybdas sich sogar überreden haben lassen, mit dämonischen Wesenheiten sich zu vereinen, sodass wieder diese Daimoniden wie. Man kämpft drin. Dieses Mal hat Charybda aus den Fehlern des Goldenen gelernt und sorgt deswegen dafür, dass die Toren in die siebten Sphären nicht allzu schnell aufgespürt werden können. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss, weil die Zeitalter gehen weiter und nach diesen fürchterlichen Schlachten zu Wasser, zu Land, in der Luft, können Charybdas Anhänger schließlich überwunden werden. Dämonen, die Daimoniden werden vernichtet, die Wasserdrachen werden ebenso dezimiert, wie die Mare, von denen wir schon berichteten. Manche maritime Rassen sterben aus und geraten in Vergessenheit. Die meisten Tore der siebten Sphäre werden aufgespürt und geschlossen, was den Strom der Dämonen versiegen lässt. Dann ist noch das Herz des Vajat. Dort errichtet Praos allein mit Efferts Hilfe einen Bann, damit dämonische Wesen von dort nicht in andere Regionen Deres vordringen können. Die Region ist bis heute als unheimlich und verflucht bekannt oder gilt. Und auch heute noch sind aventurische Seefahrer fahren lieber einen Bogen drumrum. So, was passiert nun mit Charybda? Ja, sie hat erkannt, dass sie verloren hat, möchte aber oder hat einen großen Gefallen daran gefunden, diese gestaltlosen Wesen in der Dunkelheit der Ozeane zu erschaffen und wählt dann einen Weg, den vor ihr ja in ähnlicher Art Amazeran gegangen ist, denn sie flieht in die siebte Sphäre und wird dort mit offenen Tentakeln empfangen und steigt in kürzester Zeit auf und wird aus Charybda, wird dann, wie wir sie heute kennen, Charybdoroth. Sie ist übergelaufen. Was dahingehend auch hier, ich glaube, erstmalig eine sehr, sehr interessante Situation ist für ihre zahlreichen Priester. Denn das kriegen natürlich nicht alle mit. Ja, wahrscheinlich kriegen sogar nur die wenigsten mit, was da passiert. Viele Priester spüren plötzlich nur, dass ihre Gottheit ihnen keine Kraft mehr schenkt und zweifeln eher an sich selber. Was habe ich getan, um Charybda so zu erzürnen? Das heißt, es ist mitnichten so, dass jetzt auch es 100, 200, 500 Jahre dauert und dann irgendwann alle wissen, böse Erzdämonen. Nein, es sind tatsächlich erstmal noch lange, lange Zeit Priester, die davon überzeugt sind, dass Charybda eine Gottheit ist. Dass es eher an den Priestern selber liegt oder an den Gläubigen, die nicht fromm genug sind, warum sie ihnen ihre Gunst entzieht. Einerseits finde ich ja, also wenn man überlegt, dass irgendwie über 10.000 Jahre haben die es immer noch nicht gerafft bis in die Gegenwart. Andererseits haben wir ja bei Nandos ein ganz ähnliches Phänomen, dass es da ja auch genau die Priesterschaft gibt, die das zeigt vielleicht auch doch, dass eben sich was insofern verändert hat, dass eben dadurch, dass die Göttlichen und Unsterblichen nicht mehr direkt eingreifen, auf der doch so eine gewisse Distanz ist zwischen den sterblichen Wesen, die sich dann so ein bisschen aus den Informationen, die sie haben, ihr
Bild der Welt und der Sphären auch zusammenreimen und den ja, Unsterblichen, die eben in Alvaran sind oder auch nicht, aber auf jeden Fall sehr fern von der dritten Sphäre der Lebenden. Es wird hier auch ein bisschen, ja, Outgame sozusagen, gibt es ja auch einen Kasten der Historiker, da geht es um Weltenanker. Also jeder, der einen Weltenanker besitzt, lässt auch ein bisschen kamale Energie zurück, auf die dann die Anhänger zurückgreifen können. Und ja, einige verehren sie, glaube ich, auch noch unter anderem Namen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber jetzt ist Charybda weg und Charybdoroth ist da. War nicht der einzige Wandel in den Göttern, denn wir haben auch, weiß nicht, die Zahl der Götter muss nicht konstant bleiben, aber zumindest ist es so, eine verschwindet, eine andere kommt. Denn jetzt erst kommt jemand, den wir alle noch ziemlich gut kennen, oder hoffentlich gut kennen, hoffentlich auch alle Zuhörende gut kennen, nämlich Zar entsteht. Wir haben ja bisher immer vielleicht was für den oder die einen oder anderen ein bisschen schwierig war, von Zatuaria gesprochen. Die gibt es auch nach wie vor noch. Aber was da genau passiert, wird sich sicherlich auch in der nächsten Zeit erst zeigen. Klar ist, Zar erscheint, möglicherweise aus Zatuaria herausgelöst, die sich in Zatuaria und Zar aufteilt danach. Jedenfalls, da ist Halven sich auch nicht ganz sicher, was die verschiedenen Legenden aussagen. Jedenfalls haben wir eine neue Unsterbliche, eine wirklich junge Unsterbliche, die schaffen möchte, die friedlich ist, die lebensfroh ist, die lebensspenden will. Und ja, willkommen bei den Göttern. Ja, und der ist auch direkt gelingt, auf Anhieb einen der begehrten 12 Plätze in Alvaran zu erringen. Wollen wir noch aus die düstere Legende auch noch eingehen? Hier heißt das nämlich, dass, also wie Zar entstanden werden kann, ist auch, dass Leftan fällt über die lebensfrohe und ewig jugendliche Zatuaria her und zwingt sich hier auf, um so ein eigenes wildes Volk zu erschaffen, das sehr dem ähnelt, welches wir heute als Lefchie nennen. Lefchie sagt mir jetzt gar nichts. Sind vereinzelt, also ich kenne sie als vereinzelt auftretende eher im Bornland, ne? Lefschir sind menschenähnliche in dem Sinne schon, ne? Ah, okay. Nun, Zatuaria ist angewidert und verletzt und sie zieht sich in sich selbst zurück, um schließlich die drastische Entscheidung zu treffen, um ihre unschuldige und freundliche Sicht auf die Welt zu behalten, sammelt sie alle Leidenschaft und all den Hass von Leftans Wüten, der ihr hinterlassen hat, und vereint ihn mit dem Drang, die Schöpfung zu bewahren und spaltet ihn von sich ab. So wird aus Zatuaria die junge Göttin Zar, die als heitere Lebensspenderin nach Alvaran einzieht, und die ewig grimmende Wanderin Zatura, die einige aus Dere als Zatuaria, die Tochter der Erdriesen Sumu, kennen. Aber wie heißt es hier so schön? Wie sich das aber nun genau zugetragen hat, wissen wohl nur die Götter. Gut, das Verschwinden Charybdas hat wieder das Ende des Zeitalters eingeleitet und im 10. Zeitalter werden die Plätze neu vergeben. Kar hat, weil er sich in Kars Augen lange bewährt hat, wieder der oberste Richter bestimmt. Aios. Aios. Was habe ich gesagt? Ja, du hast Kar gesagt. Also Praios hat sich in Kars Augen lange bewährt und wird deswegen zum obersten Richter bestimmt. Wer sind denn die anderen? Ja, es ist, wenn man überlegt, wir sind ja jetzt nicht mehr so weit weg vom 11. Zeitalter und die Zwölfe in Alvaran sind trotzdem noch nicht ganz die Zwölfe, die der mittelaventurische Mensch als solche vermutet. Zu zwei Dritteln haben wir schon die vertrauten Gestalten. Wir haben eben Praios Hesinde als Beraterin des obersten Richters und Herrscherin über die Magie. Wir haben Fex, der wieder Götterbote und der Unruhestifter sein darf. Wir haben Effard, der jetzt anstelle von Charybda nach, im 10. Zeitalter dann die Herrschaft über das Wasser übernimmt. Und wir haben Firon als Herrn über das Eis und Ingrim als Herrn über das Erz. Rondra, die wieder in Alvaran Platz nehmen darf, und Zar als Lebensspenderin. Aber wir haben auch noch vier Gottheiten, die von denen wir jetzt schon wissen, dass sie wahrscheinlich das 10. Zeitalter ihr letztes erst einmal sein wird in Alvaran. Das sind die beiden der orkischen Götterwelt, meist zugeordneten Götter Brazorak und Tairach. Und Tairach ist Gott des Todes, die Rolle, die später dann
Boron im zwölfgöttlichen Pantheon innehat. Und Brazorak ist Herr über das Element der Luft. Und außerdem werden da noch Simia und Nurti genannt. Simia für das Feuer und Nurti für den Fluss. Raphael, magst du zu den beiden vielleicht noch was ergänzen? Ja, das ist, die haben wir beide schon vorher viel gehabt. Simia hatten wir auch gesagt, ist bei den Orks auch ein Stück angesehen, ist ja auch sind aber eigentlich ja Götter, die wir heute dem elfischen Pantheon zuordnen. Ne? Nurti und Simia, die sehen wir da. Es passt auch ganz gut, die Elfen werden uns ja auch bald stärker begegnen. Also passt das in dem Sinne auch als zwei der vier elfischen Gottheiten, dass sie in Alvaran herrschen. Genau. Lass uns mal schauen, was damit passieren wird. Ganz interessant finde ich hierbei, dass wir jetzt ja auch, und das deutet vielleicht auch auf ein paar größere Konflikte hin, mit Brazorak und Rondra zwei Kriegsgötter in Anveran haben. Klar, Brazorak ist erstmal für die Luft zuständig, bei Rondra schreibt Ralvin gar nicht, was ihr genauer Job ist, aber sicherlich können wir davon ausgehen, dass die beiden im nächsten Zeitalter auch einiges zu tun haben werden, ne? Ja. Naja, es heißt ja nur, dass er in Alvaran zurück ist, aber das heißt ja nicht, dass er eine Aufgabe hat. Und bis jetzt wurde auch noch nicht einmal, wenn ich mich recht entsinne, ein Gott des Krieges bestimmt oder eine Göttin. War aber noch nicht nötig. Ist noch nicht nötig, aber ich sag mal, während ein Gott des Lufts und des Wassers eher miteinander harmonisieren können, ist es naturgemäß bei zwei eher kriegerischen Leuten, da ist eher vorprogrammiert, dass es Ärger geben kann. Ja. Gut, dann haben wir das 10. Zeitalter hinter uns und das 9. und begeben uns dann ins 10. Zeitalter. Und interessanterweise, so als kleiner Sneak Peek, ab sofort wird auch mit Jahreszahlen hantiert. Also es fängt so 10.300 vor Bosporas Fall an hier, das 10. Zeitalter. Und hier sieht man auch ganz gut, wir hatten vorhin mal über diesen orkischen Kalender und 36.000 vor Bosporans Fall gesprochen. Jetzt wissen wir, das 10. fängt 10.000 vor Bosporans Fall an, das 11. muss auch noch kommen. Also man sieht hier ganz gut, wie die Zeitalter einfach deutlich kürzer werden. Also wir hatten 36.000 vor Bosporans Fall irgendwo mitten im 9. Zeitalter und danach sind 26.000 Jahre vergangen und jetzt kommen noch zwei Zeitalter. Also wir sehen, der Atem Sumus wird kürzer. Wie auch immer, ja. Gut, haben wir noch etwas vergessen? Möchtet ihr noch was zum 9. Zeitalter ergänzen? Meiner Sicht nicht. Aber wir haben alles Wichtige mit abgegrast. Mir fällt zumindest im Moment auch nichts weiter ein. Ja, dann danke ich euch beide für die Zeit und die Expertise, die ihr mit eingebracht habt. Auch für das komplette Übernehmen. Ich werde mir mal anhören, was ihr so gemacht habt. Wir haben viel gelästert über dich und so weiter. Ja, ich befürchte es. Und euch da draußen danken wir für die Aufmerksamkeit. Wünsche, Fragen, Anregungen über einen der vielen Kanäle könnt ihr uns anschreiben. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Das macht's gut. Nun sind die Runen geschmiedet.